Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier ein bisschen gemeinsam spielen. Wir spielen hier heute mal einen Klassiker, Fallout 3. 31. Oktober 2008 rausgekommen, fast 12 Jahre alt. Mein zweites großes RPG nach Elder Scrolls 4 Oblivion, was nochmal 2 Jahre älter ist. Ich habe in Fallout, glaube ich, 300, 400 Stunden reingesteckt damals. Und ich dachte mir, das könnte man einfach mal wieder ausprobieren. Gibt es viele, 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 viele coole Mods für. Sehr, sehr viele. Quasi unendlich. In quasi jede Richtung. Was sehr, sehr cool ist. Dadurch wird das Spiel nicht unbedingt stabiler. Was ist das? Gamebryo ist die Engine, glaube ich. Ne? Die Gamebryo Engine ist sowieso nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie stabil ist. Die ist ja unter Fallout, unter Elder Scrolls und ich glaube noch irgendwo drunter. Und gerade wenn man sie moddet, wird sie nicht besser. Also damals waren so mit, wenn man ein paar mehr Mods drauf hatte, war 8 Abstürze in einer Stunde normal. Jetzt, nachdem ich es auf Windows 10 zum Laufen gekriegt habe, was nicht einfach ist, weil du musst echt ein bisschen basteln. Also ich habe 3 Stunden fast gebraucht, ich war kurz davor aufzugeben, weil du musst erstmal alles zusammensuchen. Naja, aber es läuft jetzt und es läuft erstaunlich stabil. Also ein Absturz in 8 Stunden, da kann man echt nicht meckern. Von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das vernünftig durchgespielt kriegen. Lass uns mal überraschen. Folgen werden immer so 30 bis 40 Minuten lang werden. Ich versuche eher so in Richtung 30 Minuten zu gehen. Es sei denn, es ist wirklich eine sehr, sehr zusammenhängende Thematik. So wie jetzt zum Beispiel die erste Folge, die wird fast 50 sein, weil das ja eine zusammenhängende, doch recht enge Storyline ist, durch die man da durchläuft. Die lasse ich so durchlaufen. Aber danach wird es kürzer werden. Ich kann öfter mal sein, dass ich vielleicht wo mal irgendwas sage, was man vielleicht nicht ganz zuordnen kann. Das liegt daran, dass ich das Ganze ja auf Twitch streame. Ist unten verlinkt. Und wer mir dazu gucken möchte, auch gerne. Und dann antworte ich eventuell auf den Chat oder so. Das kann immer mal sein. Wenn es irgendwas Interessantes ist, was fürs Video später relevant sein könnte, dann lese ich es nochmal vor. Aber sonst, ja, das bitte ich mir nachzusehen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Video. Und ja, jetzt werde ich gleich nochmal einiges wiederholen, weil das Intro vom Twitch-Stream leider jetzt hier mit drin ist. Aber das wäre, gelobe ich in Zukunft auch Besserung. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Einen wunderschönen guten Abend. Du schaffst es. Wir reisen in die Vergangenheit. Fallout 3. Da war ich auch schon 10 Jahre alt oder so. Ne, ich glaube sogar noch älter. Das von? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es alt. Ich habe mir gedacht, das könnte man ja mal wieder ausprobieren. War gar nicht so einfach, das unter Windows 10 zum Laufen zu kriegen. Aber es läuft. Mal gucken, wie lange. Ist ja bekannt dafür, dass es ziemlich instabil läuft. Die ganzen Bethesda-Spiele sind ja, wenn sie moddet, ein bisschen instabil sind. Aber ja, wir gucken uns das mal an, was dabei rauskommt. Papa hat mich eingesperrt. Sausack. Ich bin gleich zurück. Ich kann die selber aufmachen, die Tür. Und hier? Raketenflugzeuge. Ja. Wer das Grundprinzip von Fallout nicht kennt, die Welt ist in einem Atomkrieg untergegangen. Wir sind in einem unterirdischen Bunker, im sogenannten Vault. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier so landen. Jetzt muss ich mir das Buch angucken. Okay. Zack. Da, da. Ich bin special. Ja. Strength kann nicht schaden. Ne, brauche ich nicht unbedingt. Charisma ist nie verkehrt. Intelligenz ist auch nicht verkehrt. Glück oder Agility ist auch nicht verkehrt. Zack. Zack. So. Jetzt habe ich hier viel. Charisma, ich brauche nicht so viel Charisma, tut mich not. Machen wir anders. Glück. Glück ist nie verkehrt, weil Glück gibt nämlich viel Sachen, die wir nachher im Westen finden können. Im Ödland. Ja. So, um ein Spielzeug aus dem Spielzeugkasten zu nehmen, ist
Oh, es ist tatsächlich Y. Gab es tatsächlich dieses Tutorial? Ich habe das Spiel vor gefühlt 200 Jahren gespielt. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Naja. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Nicht schlecht. Ja, dann zeig mal hier. Was haben wir hier? Weißt du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Super. Sie stammt aus der Bibel. Super. Offenbarung 21, Vers 6. Ja, ja. Laber nicht. Schade, ich bin noch nicht schlossknackfähig. Okay. Ja, ist ja gut. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Ja, mal zu Amata. Amata hieß nicht so der russische neue Panzer? Es kann natürlich sein, dass so ein paar Soundbugs oder sonstige Bugs hier entstehen, aber da müssen wir durch. Das Spiel ist halt schon nicht mehr ganz neu, ne? Oh, ich hab Geburtstag! Schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Sie wächst so schnell. Schön, ich wachse so schnell. Zum Geburtstag, Liebling. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junge Dame. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist. Ja, das ist übrigens der Overseer, also der Chef hier. Wenn du unten in Vault 101 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Okay. Bitte sehr. Oh, ein Pip-Boy. Aufseher überreiche ich dir hiermit endlich den persönlichen Pip-Boy. Mein eigener Pip-Boy. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Achso, morgen, okay. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Jo, genieß es. Nur einmal 10. Oh Mann, du hast ein Pip. So. Schön. Ich wäre auch gerne 10. Hey, danke für die Einladung. Ich weiß, dass, herzlichen Glückwunsch und... Jo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dein Papa. Ah, das ist Amata, okay. Bitte sehr. Ja. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Na super, ich hätte nicht gesagt, dass du auf Jungs stehst, besonders Freddy der Freak. Ugh. Vielleicht sollte ich das jemand anderem geben, jemandem, der Grognack der Barbar mehr mag als Freddy Gomez. Die Frage ist, wie erkennt man den Unterschied? Was? Sie ist jetzt deine beste Freundin? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Officer Gomez. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die am. Aus irgendeinem Grund. ich habe was anderes gehört. Irgendwie scheinen mich alle aber zu hassen. Ist sie ein gutes Beispiel für dich. Ja. Ja, ich mag es, wenn mich alle hassen. Etwas aus dir zu machen. Ich werde gerne gehasst. Ja, macht Spaß. Uns nicht deine neue beste Freundin. Jo. Hallo, Lady Palmer. Party Spaß? 10 Jahre alt. 10 Jahre alt. Ja. Damals. Ja. Schön. Papalapap. Welches 10-jährige Kind macht Waffe wäre nicht schlecht. Geschenke? Ob du es glaubst oder nicht. Sie war auch mal 10. Ich war mal 10. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Tja. Aber ich schweife schon wieder. Und du hörst so höflich zu. Bitte sehr. Ein Süßgebäck. Oh, Sweet Rolls. Morgen für dich gebacken haben. Schön. Allein für dich. Ja, und nur für mich. Du nicht teilen. Ich muss nicht teilen. Schön. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Andy, warte. Trottelgesicht? Der hat mich Trottelgesicht genannt. Oh nein. Es klang gerade so, als wenn der Mr. Handy meinen Kuchen zersägt hat. Wetten, er hat. Na, macht's Spaß? Wo ist der Mr. Handy? Da ist der Mr. Handy. Oh, Mr. Handy, er hat den Kuchen kaputt gemacht. Ich hab Hunger. Und dieser Los, Butch. Gib mir das Süßgebäck. Das. Ich hab keine Lust auf. Ich würde noch leid tun. Mal sehen, wie hart du bist, wenn keine Erwachsenen mehr da sind.
Butch ist ein Idiot. Hey. Ich weiß. Er glaubt, dass er echt hart ist. Ja. Eines Tages werden wir einen Weg finden, um es ihm heimzuzahlen, okay? Papa, ich hab dir doch gesagt, nicht zu förmlich. Ja, Wally Mac. Diese Party ist echt. Für ein Kleinkind jedenfalls. So cool wie meine Party. Ach cool. Ja, du warst. Ja, ja. Ich weiß, es war nur Spaß. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die anderen. So, mit wem muss ich denn reden hier? Mit Papa? Nee. Macht's Spaß? Mit Stanley? Wie gefällt dir der Pip-Boy davor? Wie cool, haben Sie das für mich repariert? Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Jo. Keine Danke, Ursache. Stanley. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Schrotflinte? Ach, eine Baseballmütze. Außerdem braucht dein Freund sicher wohl noch andere eine Chance. Was soll ich denn überhaupt machen hier? Data. Aufgaben. Enjoy the party and speak with the guests. Mit wem habe ich denn noch nicht gesprochen? Da, Andy. Mit Andy habe ich auch schon gesprochen. Das nehme ich alles hier. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Eine weitere Jugendliche auf dem Weg. Klar, keine Sorge. Ich und Andy haben letzte Nacht alles. Sie sollten bleiben und an ihrer Geburtstagsparty teilnehmen. Bäh. Wie lange geht denn meine Geburtstagsparty? Eine weitere Jugendliche auf dem Weg. Eine produktive Dame heranzuwerden. Hey. Ah. Das war Jonas auf der. Jonas wartet unten auf der. Meet Jonas on the reactor level. Okay. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Beatrice. Oh nein. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Damals. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Oh, ein Gedicht für mich. Oh, das ist aber nett. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Schön, ich hoffe, es gefällt. Ich werde es immer im Herzen tragen. Ist das alles? Geh schon, Liebling. Ja. Wunderschönen Geburtstag. Dankeschön. Oh, den schönen, die schöne Gedicht mal durchlesen. Okay. So. Ah, okay. So, ich will noch mal eben. Ich habe noch ein paar Mods drin. Die muss ich noch mal eben einstellen hier. Spawn Rate. Ja. Achso, das war's schon? Okay. Ah, jetzt. Okay. Special Events Group 250. Ja, das passt doch. Guck mal. Klinik? Ich hoffe, sie amüsieren sich gut. Meine Güte, ich hätte es um nichts in der Welt verpasst. Upper Level? Sollte ich nicht in den Reaktor? Der ist doch unten. Macht Spaß. Ist der Reaktor oben? Hallo, Officer Kendall. Sich da drin alle gut amüsieren. Ja. Wir amüsieren uns alle. Da, 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 da. Schöne Musik. Ja, geht, ne? Ist jetzt nicht so Heavy Metal. Hey, was machst du hier unten mit? Das ist ganz schön freches Kind, ne? Hat Haare auf den Zähnen. Ich glaube, oh, eine Überraschung persönlich geben, okay. Explodiert der Vault? Was steht da? Filter Room. Bereit für eine Über. Was denn für ein? Oh, ein Pip-Boy. Alt genug für. Ah, jawoll, ja. War in schlechtem Zustand. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Also, oh, er hat Batsch sein Messer geklaut. Was darf ich denn so umlegen? Es ist nur ein Luftgewehr. Kein Spielzeug. Probieren wir es aus. Jonah. Die Übersetzung ist nicht die beste. Ich behaupte, im Englischen hat er gesagt, cool down. Guten Abend! Ja, ganz gut. Ganz gut. Und selbst? So. Nun, wie sieht's aus? Das ist echt super. Ja, ja, ja. So. So.
Okay, so. Ja, wir nutzen Vats. Zack, zack, drei auf den Kopf. Weg damit. Ach, ich kann nicht darüber, ich kann sie nicht looten, okay. Gute Arbeit. Joa. Lass uns ein lass uns ein Foto machen. Mach mal ein Foto von mir und dem großen Lalalala. Schatz, ich habe dich in diese Welt gebracht. Den Rest kannst du dir ja vorstellen. Lächeln. Ich glaube, das habe ich noch nie ausprobiert. Ihm einfach mal in den Nacken schießen. Sechs Jahre später. Ist das nicht so ein Ding, was man ins Ohr steckt? Was soll das in meinem Auge? Kann, bist du eine aufgeweckte, gesunde 16-Jährige. Also, ja. Du das sind nicht die Haare, die ich mir vorhin ausgesucht habe. Nun geh. Du hast einen Geo... Nein. Als ich mit dem Medizinstudium anfing... So schlimm ist es nicht. Jeder muss ihn machen, wenn er 16 ist. Jeder muss den Test machen, okay. Und so gut wie... Der generalisierte Orientierungs-Assessment-Test, GOA, er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101... Okay. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Hey, du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Jo. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Jo. Tschüss. Mach's gut, mein Schatz. Ja, ja, laber nicht. Zack. Ah, hier, da, wichtig. Bobblehead mitnehmen. Immer mitnehmen. Bobbleheads immer einsacken. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn deinen Besuch abzustatten, was? Who's that? Ich mach mir ein Stanley. Bisschen Sorgen. Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen, Amata. Oho. Oh mein Gott, Butch, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Hey, sieh da. Nur die übelste Gang. Ach, die übelste Gang. Als ob du das nicht wüsstest. Wir haben hier das Sagen. Unser Wort. Er sieht ein bisschen aus wie ein abgeranzter David Hasselhoff, oder bilde ich mir das ein? Hast du mich... Gib's ihr. Ja? Was ist? Ach, Butchie Boy. Geht dich nicht. Wenn du dich mit. Vielleicht hast du recht. Butch. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese so, Butchie Boy. Ist unsere Zeit nicht wert. Was immer du sagst. Soll ich ein paar auf die Schnauze hauen? Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher. Oh. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Tja. Vielleicht ist sie einfach hübscher als ich. Das könnte ich mir so vorstellen. Bei den kleinen Babykindern. Oder? Wie sehe ich denn überhaupt aus? Hi Susie, was gibt's Neues? Ach, nicht viel. Unsere Heizung macht mal wieder Probleme. Was, wirklich? Haben Sie dafür nicht erst letzte Woche Ersatzteile? Sieht ein bisschen aus wie ein Kerl, aber sonst. Ja, klar. Nun, Sie haben es... Sind Sie bereit für den Go? Hör mal, ich mag deinen Papa. Ich würde sogar die... Also, ich werde Folgendes tun. Schön für dich. Genau. So, wo soll ich mich hinsetzen? Bitte. Die Geduld des Aufsehers ist... Ja, der Aufseher ist beschränkt, ich weiß. Warte mal, vielleicht kann ich hier noch irgendwas looten oder so. Bevor ich jetzt da reingehe, ich glaube nämlich, dann kommt die nächste Cutscene schon wieder. Soll ich doch mal eben gucken, ob ich da vielleicht, da vorne war ja auch ein Bobblehead, vielleicht finde ich ja noch ein, zwei Bobbleheads. Oder noch einen? Ich weiß nicht, vielleicht liegt hier ja noch irgendwo einer. Also der Medizin-Bobblehead, der lag ja hier, den habe ich ja schon. Monk,
Kumpel? Oh, da könnte ich nochmal ein Item-Sortierungs-Mod installieren. Das ist ein bisschen... Hau ab? Ist auf die Schnauze, oder was? Hau ab, sagt er. Ich hau dem gleich was ab hier. Wir haben alle den Klassenraum gefunden, das ist ja schön. Quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst. Quatsch so viel, wie ich will. So. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Ja, ich Frage bin King, 1. King, Ein King, King. Ein Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Ja. Ja, komm. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Ah, so ein Ärger. Was tun Sie? Steht noch drin, finde ich gut. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? So, immer schön denunzieren. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Oha. Welche Position bevorzugen Sie? Fußball, Baseball, ist mir beides scheißegal. Pitcher, aber auch nur, wenn man da Bier draus trinken kann. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Komm, Minigun. Frage 6. Der alte Mr. Reasons. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Hackwammer ist immer Frage gut. 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt. Oh nein. Im Bauch wächst eine mutierte Hand. Oh verdammt. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Oh Gott. Beten, genau. Antimutagenwirkstoff, Kugel in den Kopf. Sie entfernen die Mutation. Was nehmen wir denn mal? Das da. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognak der Barbar-Comic-Bands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Stehlen. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Sie sind alle gut. Gute Frage. I can me not entscheiden tun. Frische Toilette. Keine Ahnung. Ja, komm, den da. Frage 10. Das macht am meisten Zerstörung. Die wichtigste Person in Vault 101. Ich. Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so. Schwierige Antwort. Der Aufseher, würde ich sagen. Schrifte niederlegen, allesamt... Das war's, der berüchtigte GOAT. Geiler Scheiß. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Oh, in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Oh. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder... Rest des Tages frei. Je nach persönlicher Lage. Oder was?
So. Soll ich den Goat abgeben? Ich sehe aus wie so ein Zombie, ey, mit der. Ich glaube, ich will den Was ist los, Schwächling? Was hast du gewählt? Machen Sie sich mal keine Oh, hi. Darf ich fragen, wieso du bitte mit mir redest? Wir sind keine Freunde. Wir werden niemals Freunde sein. Ich denke, für Sie steht eine Karriere als Aufseher. Ihr werdet alle tot sein und ich werde. Bis morgen dann. Poverty, Romance. Ich bin fertig. Bürokratie. Bürokrat, Dings da. Gott sei Dank ist das vorbei. Hey, langsam herbeigesehen, erlauben Sie mir diesen Moment auszukosten. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Wirklich interessant. Sie haben mich überrascht, Butch. Ich dachte nicht, dass Sie das Zeug dazu haben. Friseur, wer hätte das gedacht? Sie reden doch nur Müll. Das stimmt überhaupt nicht. Kaffee, dass sie klauen. Oh, Moment bitte. Kann ich noch mal kurz haben? Ich glaube, ich muss eine meiner Antworten ändern. Beruhigen Sie sich, Paul. Ich bin mir sicher, dass Sie nichts zu befürchten haben. Dann schauen wir mal. Aha, wie ich mir gedacht habe. Techniker. Glückwunsch, Mr. Hernan. Sie haben den GOAT bestanden. Oh Mann. Das ist echt nicht schlecht. Techniker. Ach, voll. Neißenstein, war Neißenstein, sag ich mal so. Ja. Sieht aus, als ob der Imbiss einen neuen Frittierkoch bekommt. Ich sag nur eins. Sachte mit dem Senf und extra Gewürzgurken. Das hören Sie, in Ihrem Alter war ich genauso unter uns? Der ganze Wenn Sie das Ergebnis nicht mögen, kann ich Ihren GOAT ganz nach Ihren Wünschen. Okay. Cool. 3 von 3 Fertigkeiten. Nahkampfwaffen? Eigentlich nicht. Schleichen ist eigentlich eher meins. Falschen ist auch nie verkehrt. Dietrich oder ist Medizin? Medizin oder Stimpaks? Medizin oder Dietrich? Reparieren lohnt sich eigentlich auch. Wissenschaften? Ne. Dietrich pushen wir noch ein bisschen. So. Hallo. Haben Sie nichts Besseres zu Mr. tun, Brodge als hier in meinem Klassenraum herumzuhängen? Hau ab! Exit the classroom, so. 3 Jahre später, also bin ich jetzt 19. Eben war ich 16, jetzt bin ich 19. Irgendwas ist los. Oh Gott. Was ist los? Warum? Also jetzt hör aber mal auf. Das ist echt ernst. Was ist denn los? Meines Vaters suchen nach dir. Oha. Es geht um deinen Papa. Er hat den Ort verlassen. Mein Vater abgehauen ist er. Mein Gott, sie haben ihn. Oha. Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Oh ja. Wir müssen jetzt gehen. Ja. Ach, jetzt vertraust du mir. Ich verstehe es ja. Hör mal, ist... Nein, er hat mir nichts erzählt. Oh, das tut mir... Es spielt aber keine Rolle. Ich kann bei der Flucht... Okay. Wie komme ich hier raus? Einen geheimen Tunnel, der vom oh Gott. Büro meines Vaters okay. direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls. Der Aufseher hat seinen eigenen... Aha. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Noch was. Oh, eine Pistole hast du auch noch geklaut. Danke. Oh. Schnuggipuss. Du bist aber lieb. Komm, Baseballschläger, BB-Gun, Baseballhandschuh. Steht hier? Hier steht noch ein Bobblehead. Schon wieder? Ich hab doch erst einen gekriegt. Ja. BBs. Morphin und Stimpaks. Nehmen wir auch alles mit. So, Kleidung,
Basecap aufsetzen. Ach so, ja, so. Nix drin, okay. Ach. Verdammt. Ja, so 12 Jahre dürfte Fallout mittlerweile. Ich weiß gar nicht. Alles uralt. Aber ich habe neulich mal wieder angefangen, Fallout Shelter zu zocken. Und habe gedacht, Mensch, das wäre doch. Da dachte ich mir, das könnte man eigentlich mal wieder zocken. So. Okay, wir nehmen Helm auf jeden Fall und eine Sicherheitsrüstung. Ach. So. Ich glaube, bei Fallout 4 kannst du mit einfach mit Escape aus den Menüs raus. Und deswegen mache ich das, glaube ich, die ganze Zeit. Müssen mir helfen. Ja, hör zu, tut mir leid, aber es ist doch meine Mama. Oh. Fürchtest du dich vor Radkakerlaken? Ich flehe dich an. Ja, soll ich deiner Mami helfen? Na gut, ich werde deine Mutti retten. Zack! Zack! So, noch eine! Da fliegt sie! Da war der Kackviech. Radkacker. Wir haben es geschafft! Ja. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Übersetzung. Oh, die Tunnel. Das ist die Tunnelschlangenjacke. Ja, die wollte ich schon immer haben. Noch mehr Jumpsuits, was haben wir hier? Komische Tüdelfigur, die kann man nicht mitnehmen, ne? Ne. Ist hier drin vielleicht noch Bobbleheads? Bleistift? Ne. Ganz wichtig, immer alles mitnehmen, alles looten, alles egal, ob man es brauchen kann oder nicht. Diner. Cigar Lounge, kein Zugang. Da spricht der Aufseher, dann spricht doch. Bin der vorbeigeschossen? Oma Taylor. Ich weiß noch nicht, was ich mit 70.000 Jumpsuits will, aber man muss immer alle Jumpsuits mitnehmen. Das stand mal irgendwo. Also man muss eigentlich alles mitnehmen. Na, Red Roach Meat habe ich jetzt genug. Ins Atrium. Huch! Was war das denn? Ich muss mal eben kurz hier. Zack. Ey. Hallo, Bildschirm, geh an. Ich muss mal eben kurz. Gucken, womit ich meine. Ich hatte hier irgendwo so ein. Da. Maus auf Fenster entsperren, genau. Das war Knopf. Welcher Knopf war das? Ich muss mal eben kurz was hier checken. Jetzt sind die Knöpfe alle wieder weg. Das ist auch doof. So. So. Zack. Der da war's. Genau, die beiden waren's. Okay.
So, ich sollte vielleicht noch mal eben Steam wegmachen. Auf 1-1 kommt der rüber. So, weiter geht's. Ups. Ich will nur kurz mit Ihnen reden. Sie können von Glück reden, dass ich... Ich weiß nicht, was... Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Aber Sie sind echt in Ordnung. Das haben Sie wirklich... Ja, ich gehe Papa suchen. Wo geht es denn raus? Ach da. Hab einen Ausgang gefunden. Wir werden euch trotzdem alle umbringen, auch wenn ihr in eure Quartiere zurückkehrt. Ich bin's, Tom Holden. Seien Sie vorsichtig. What? Mörder! Das feuert einer auf mich. Still. Die Red Kakerlakenplage konnte unter Kontrolle gebracht werden. Naja. Zack! Haben alle umgebracht hier. Guck dir das an! Alle abgeschlachtet haben sie. Die Sausäcke, das gibt's ja wohl nicht. Frechheit. Okay. Impossible. Ah, wenn ich. Okay, wenn das ist. Ich habe ja so einen kleinen Gameplay-Mod noch drauf. Wenn mein Skill hoch genug ist, kann ich wahrscheinlich einfach Auto-picken. Wobei ich nicht wüsste, wo man das brauchen sollte. Menü irgendwie umlegen, das verwirrt mich. Hä? What the hell? Niedergeknüppelt. Ich wurde getroffen. Der ist hin. Das Problem ist, dass ich jetzt bleibt mir schon fast nichts anderes übrig, ne? So, wo ist der Overseer? Da ist Edmund. Ach, halt die Fresse, Arschloch. Ich wüsste, wo ich den scheiß Stimpack herkriege. Zack. Ich
Edge. Tinted Reading Glasses. Wonder Glue ist auch nie verkehrt. Ich hab doch gesagt, ich weiß nichts. Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Oh, jetzt kommen die Säcke mir auch noch hinterher hier. Ach, man kriegt das Inventar hier nicht mit I auf, das ist schlecht. So, wo ist die andere Tussi? Hey! Stehen bleiben im Namen des Aufsehers. Im Namen des Aufsehers, du bist der Aufseher, du Sausack. So. Ich würde sagen, der will alle umbringen, also bringe ich ihn um. Ist doch logisch, oder? Ha! Hat sich gelohnt, der hat Stimpaks. Wollen wir sie noch mal retten hier hinten? Hier war doch gerade jemand, oder nicht? Dachte ich. Ah. 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 Oh, jetzt bin ich überlastet. Okay. Auch wieder eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Immer überladen sein. Das geht nicht anders. Okay. Die müssen wir auf jeden Fall anziehen. Oh Gott. Ach ja, genau. Mit rechter Maustaste ging das einfach. Helm und Tinted Reading Glasses. Ach, das kann ich nicht beides tragen. Das ist ja doof. Auf jeden Fall brauche ich denn die Sicherheitsrüstung. So. Alles klar. Konnte ich meine Waffen auch irgendwie auf Quickdinger legen? Ja, konnte ich. Drei kommt das Gewehr. Zwei ist der Police Baton, vier ist das Ding. So. Bin immer noch überladen, okay? Müssen wir auch noch ein bisschen was wegschmeißen. Was haben wir denn sonst noch für einen Schrott hier? Toaster. Können wir auch hier lassen, ne? Was gibt's hier schönes Neues? Eine neue E-Mail. Mein Adapter oder Versand. Ein neues Video auf YouTube. Sehr schön. So, weiter geht's. Kann man die Hupe ausmachen? Die nervt so langsam. Martha. Geh. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ach so. Oh ja, Entschuldigung, das war ja ihr Vater. Da war ja was. Upsi. Der hat die Leute umbringen lassen, ne? Ist eigentlich, wieso ist hier überall Vorkriegsgeld drin? Hup, hup. Merp, merp, merp. Wir werden uns dieses Gehupe noch zurückwünschen, wenn wir gleich im Wasteland sind. Hätten wir uns gefreut, wenn wir hier so ein Gehupe hätten, aber nein. Gleich kommt nur das. Da kommen nur die Geräusche der Meyerlurks und der Rat Roach, der Ratten, wie heißen sie? Der Mole Rats. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sicherheitsdossiers ansehen, natürlich. So, ja. Amata. Tja. Jonas. Okay. Speerberichte. Relics, okay, okay, okay.
Megaton, okay. Ich lese mir jetzt nicht komplett durch. Ich gucke nur so ein bisschen. Von einmal so ein bisschen. Vielleicht gibt das gleich noch ein paar Punkte. Ja. So, eigentlich wollte ich das Ding auch nochmal aufmachen. Geek. Geek? Geek? Das Ding hieß Gag. Ach, weil es jetzt Deutsch ist. Okay, sonst hieß das Ding Garden of Eden Creation. Kippt. So. Ab geht's. Wieder zu den Dingen hier. Tür auf. Red Roach, war klar. Zack. Sehr gut. Exiting World 101. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Okay. Ja. Wo geht's hier raus? Hallo? Wo geht's hier raus? Hä? Da ist Knopf. Ah! Special Secret Vault Ding. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ist nicht, ne? Dann machen wir mal auf. Meep, 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 meep. Kann ich da rein? Ach, da brauche ich einen Schlüssel für, okay. Auf geht's ins Wasteland. Let us in. Böse Worte. Böse Worte. We're dying, assholes. Doppelt böse Worte. Naja. Man muss auch manchmal böse Worte verwenden. Wie? Ach, jetzt geht der scheiß Bunker wieder zu, okay. Was kann ich hier noch erzählen? Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat Spaß gemacht. Lasst einen Daumen da, lasst gerne auch ein Abo da. Schreibt mir was in die Kommentare. Im nächsten Schritt verlassen wir dann den Vault und dann geht's raus ins Wasteland. Schaut wieder rein, schaut mir auch gerne auf Twitch zu, ist unten verlinkt. Eventuell verlinke ich es auch hier oben, das weiß ich noch nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.